Innocent Saturday, unschuldiger Samstag oder wie Soboto, wie es dann im russischen Original heißen muss, ist ein Film, den wir gerade gesehen haben. Und zwar geht es da um die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986, nämlich um den Tag, an dem eigentlich alles passiert ist. Ein junger Ingenieur aus diesem Reaktor kriegt es mit und weiß auch, was das eigentlich bedeutet, nämlich wie verheerend diese Explosion und diese Katastrophe ist. Aber er darf nichts sagen von der Parteiführung aus. Und er will immer mit seiner Freundin fliehen, darum geht's an diesem einen Samstag. Und sie will aber nicht und er kommt da auch einfach nicht weg. Und sie rennen im Prinzip ins offene Verderben, er und seine Freunde. Spielt alles an einem Samstag. Sehr originelle Idee, aber uns hat eine formale Sache ziemlich gestört. Die Kamera. Großer Einsatz von Handkamera, wogegen ich eigentlich nichts habe, was mir meist sehr gut gefällt. Das Problem war hauptsächlich, dass es eben Handkamera war, die praktisch immer mit Close-Ups gearbeitet hat. Und da weiß man eben, sobald es da mal ein bisschen wilder wird, ist es so ein Durcheinander. Also mir haben die Leute leid getan, die da vorne saßen, weil das Bild teilweise wirklich nur eine einzige Bewegung, nur ein Verwische. Genau, also war. Man konnte überhaupt nichts fokussieren. Es war wirklich... ja, ein ziemliches übles Gewackel und klar, die Intention war irgendwie schon klar, warum die das gemacht haben. Es sollte halt irgendwie auch durcheinander wirken und hin und her, aber es hat irgendwann einmal einfach gereicht und es hat die Sache irgendwie nicht weitergebracht. Das war ein bisschen schade, weil das ging einem irgendwann auf die Nerven, obwohl die Geschichte an sich sehr einfach und schlicht gestrickt, also spielte alles auf einer Hochzeit, die wie so ein Tanz auf dem Vulkan, ja, die Leute tanzen sozusagen, weiter, ja, und feiern weiter und rennen damit ins offene Verderben. Und keiner realisiert im Grunde die Katastrophe Gefahr, ja, und es geht immer weiter und irgendwie durch Trinken, man gibt sich dem Wahn dann schließlich hin. Es war eindrucksvoll ebenso, aber auch wirklich anstrengend, was vielleicht auch sicher ein Stück weit beabsichtigt war, aber naja. Ja, genau. Gut, das war Kino International heute Dienstagabend. Davor warst du aber mal in einer etwas anderen Veranstaltung im Talent Campus. Genau, ich war heute Nachmittag beim Talent Campus bei The Establishing Shot. War eine interessante Veranstaltung, war ein österreichischer Kameramann da, der unter anderem bei Hotel und dem Film Lourdes Kamera gemacht hat, sind einige Beispiele gezeigt worden, wie er da gearbeitet hat, was die Shots bedeuten, wie die Montage gemacht war. Das war soweit recht interessant. Das einzige Irritierende war, dass die Establishing Shot, wie der Titel heißt, also der Einführungsshot, die erste Aufnahme, die uns in die Szenerie einführen soll, um das ging es eher weniger in dem Vortrag. Okay, gut, also Beschreibungen auch im Berlinale Programmheft können manchmal was ganz anderes sagen, als das, was letztlich dabei rauskommt. Dann der Höhepunkt heute. Oh mein Gott, ja. Gerade noch rechtzeitig haben wir entdeckt im Programmheft, es gibt einen Film von Richard Ayoade. Und unglaublich, ja, da bin ich total aufgeregt worden, das ist Moss aus The IT Crowd, eine geniale britische Comedy-Serie. Und wir haben versucht, Karten zu kriegen und erst hat es nicht geklappt. Und heute an der Tageskasse in letzter Sekunde auch noch durch einen irren Zufall oder eine Fügung, ja, hat es geklappt. Wir haben Karte, wir sind da drin. Ich habe ein Foto zusammen mit Moss, bin mit ihnen auf einem Bild. Und der Film war auch noch gut. Der Film war auch gut. Der Film war eine Teenager-Komödie, gleichzeitig auch ein Drama, der sehr gut dargestellt hat, in welche Nöte Teenager kommen, wie lustig das aber auch sein kann. Einfach wie das Leben ist, sowohl von... Das typische Himmelhochjauchten, zu Tode betrübt, hat es super umgesetzt. Ja. Wahnsinn. Also es wird schwer, noch besser zu werden. Wie genau. Heute. Also es merken Submarine, Richard Ayoade, der Mann kann auch was werden. Und wenn der Film irgendwo läuft, unbedingt reingehen. Ja.